Was sind die Aufnahmekriterien für einen Besuch am Elli? Am besten ist es, wenn man eine gymnasiale Empfehlung auf dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 hat. Dann wird man hier auf jeden Fall aufgenommen. Das ist gar keine Frage. Wenn es nur eine eingeschränkte gymnasiale Empfehlung oder gar eine Realschulempfehlung ist, ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber wir machen mit all den Kindern, wo die Eltern das wollen, vorher einen kleinen Eingangstest, überprüfen die Kinder, ob sie hier an unserer Schule geeignet sind.